Und zwar haben wir erstmalig bei einem Presse-Copernicus-Vormittag heute einen Vertreter des vierten Copernicus-Projektes Ariadne dabei. Und ich freue mich herzlich, Dr. Michael Pahle zu begrüßen. Er ist Leiter der AG Klimapolitik am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Kurz zu seiner Vita. Er hat in Energieökonomie an der TU Berlin promoviert und ist in einer Vielzahl an Politikberatungsprojekten aktiv. Insbesondere als ein Beispiel hervorgehoben 2019 das Gutachten Optionen für eine CO2-Preisreform für den Sachverständigenrat der Bundesregierung. Und er ist auch tätig im IPCC Weltklimarat der UNO. Herr Pahle, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, recht schönen Dank, Herr Niesen. Guten Morgen auch an alle zusammen. Ich möchte der Reihe der Dinge, die ich tue oder der Funktion, die ich innehabe, noch zwei hinzufügen. Ich leite im Projekt Ariadne die Arbeitspakete Europa und Instrumente und insbesondere das Europapaket bringt mich oder sozusagen motiviert das Thema, über das ich heute gern sprechen will, nämlich den Emissionshandel und die Lehren aus der Corona-Krise. Und eine entscheidende Lehre oder Einsicht aus der Corona-Krise, die man in Bezug auf den Emissionshandel bekommen kann, ist, dass der Preis dort als Seismograf der Klimapolitik oder der Erwartungen über die Klimapolitik fungiert. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Wichtiges und auch ein Punkt, den man so noch nicht auf dem Schirm hat und den ich heute gerne näher ausführen würde. Insbesondere würde ich gerne beschreiben, warum das so ist und was es bedeutet. Was es für die weitere Gestaltung oder Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens bedeutet, das ist natürlich eine etwas höhere Flughöhe als bisher, aber das ist sozusagen der Beitrag oder der genuine Aspekt, den Ariadne auch in die Copernicus-Projekte mit einbringt. Bevor ich zum Emissionshandel komme, möchte ich aber gerne noch eine Sache sagen. Mein Vortrag war ursprünglich als angekündigt unter dem Titel Die Energiewende durch die Corona-Krise navigieren. Der Hintergrund ist folgender. Wir hatten Anfang, sozusagen im März, April, als das Ganze anfing, habe ich zusammen mit Kollegen aus der ETH mir mal Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich, in welcher Situation befinden wir uns eigentlich. Wir haben beobachtet, dass sozusagen alles drunter und drüber ging. Es waren extreme Unsicherheiten, es kamen sehr, sehr viele Vorschläge. Und für uns war die entscheidende Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wir haben auf einmal eine fundamentale Krise. Was bedeutet diese Krise für die Energiewende, beziehungsweise wie kann man die Energiewende oder alles, was wir erreichen müssen, durch diese Krise navigieren? Das ist also sozusagen der Hintergrund. Und was uns dort in allererster Linie aufgefallen ist, ist wie unstrukturiert zumindest in den ersten Wochen die Debatte war. Und das haben wir dann als für uns entscheidende Herausforderung gesehen, einfach mal klar zu machen, dass man sozusagen über die Krise jetzt nicht als ein einziges allumfassendes Ereignis sprechen kann, sondern dass es sehr wichtig ist, zu unterscheiden und zu strukturieren, dass sie in unterschiedlichen Phasen stattfindet. Also wir hatten eine erste Phase, die sich über Wochen oder vielleicht auch Monate erstreckt, wo wir eine sehr hohe Unsicherheit hatten. Wir wussten eigentlich gar nicht, was die Krise bedeutet sozusagen. Es waren viele Dinge unklar. Das ist mittelfristig und das betrifft den Zeithorizont von Jahren. Wenn wir eine Situation haben, wo sich diese Unsicherheiten auflösen, aber es werden andere dazukommen, was bedeutet das makroökonomisch, was bedeutet das politisch, wie wird sich die Gesamtsituation verändern und dann im dritten Zeithorizont, der sich sozusagen dann über Jahre und Jahrzehnte erstreckt. Was bedeutet das eigentlich im Hinblick auf Lektionen oder was können wir aus dieser Krise mitnehmen im Hinblick darauf, wie wir unsere Politiken, insbesondere die langfristigen Politiken, gestalten wollen? Also das ist sozusagen der übergeordnete Rahmen. Ich hätte jetzt auch sehr viel über dieses Thema grundsätzlich sprechen können, aber es war aus unserer Sicht eigentlich interessanter, das ein bisschen auf diese Frage des Emissionshandels zuzuspitzen, die hier sehr lehrreich ist. Ich möchte aber nochmal sagen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist eigentlich, dieser Ansatz steht praktisch stellvertretend für den Ariadne-Ansatz als Ganzen. Wir gucken uns an, wo stehen wir eigentlich, machen eine Bestandsaufnahme und im Blick auf die Corona-Krise würde ich sagen, wir stehen irgendwo zwischen dem kurzzeitigen Horizont der großen Unsicherheiten. Ich weiß nicht, wie viel wir davon aufgelöst haben. Einige, aber sicherlich andere sind noch übrig und gehen jetzt sozusagen in den mittleren Zeithorizont über, wo wir uns die Frage stellen, wie sich die Energiewende dort weiterentwickelt. Und
das ist sozusagen der eine Teil, die Bestandsaufnahme des Jetzt. Aber die große Frage ist, wo wollen wir eigentlich hin? Und wo wollen wir hin sehr langfristig und in aller Breite? Das ist also das, was Ariadne leisten will und zum Gesamt-Copernicus-Setting beitragen will. Das also, wie gesagt, nur als Hintergrund. Und jetzt möchte ich im Hinblick auf diese große Frage, wie wirkte eigentlich Corona in die Klimapolitik und Klima- und Energiepolitik und deren Ambitionen herein, erstmal mit einer Feststellung beginnen, die ich im Nachhinein eigentlich für sehr erstaunlich halte. Wenn man sich jetzt mal auf die europäische Ebene fokussiert, was natürlich auch zum Emissionshandel passt, kann man sehen, im Dezember 2019, das war ein sehr großer Meilenstein. Die Verkündung des Plans für den europäischen Green Deal war sozusagen der Meilenstein schlechthin für die europäische Klima- und Politik. Und dort wurde der Plan ausgegeben, die Emissionen oder das Klimaziel für 2030 so weit anzuschärfen, dass man eine Emissionsreduktion um mindestens 50% oder sogar 55% erreicht. Und jetzt ist das Erstaunliche. Wir wissen natürlich, dass das sozusagen noch vor der Corona-Krise lag. In der Zwischenzeit kam die Corona-Krise, die Bundeskanzlerin Merkel ja sozusagen wörtlich als die Jahrhundertherausforderung bezeichnet hat. Und jetzt gucken wir auf den September 2020 und stellen fest, dieses Ziel wurde beibehalten. Es wurde sogar noch die ambitioniertere Variante gewählt. Und ich denke, das ist relativ erstaunlich, denn das war nicht unbedingt klar, als das Ganze anfing. Vom Zeitpunkt oder vom Standpunkt aus des März gesehen, war es wirklich aus meiner Sicht offen, ob man diese Ambitionen beibehalten kann. Und was man hier schlussfolgern kann, ist, dass wir in einem Punkt der Transformation angekommen sind, wo die klimapolitischen, klima-energiepolitischen Ambitionen robust sind, und zwar insbesondere robust gegenüber solcher tiefgreifenden Entwicklungen oder Schocks, wie sie die Corona-Krise darstellt. Das sozusagen zum makroskopischen Politikgeschehen. Wenn man jetzt mal auf die Märkte guckt, stellt sich die ganze Situation ein bisschen anders dar und wird viel komplexer, aber auch gleichzeitig viel interessanter. Und darüber will ich heute ja insbesondere reden. Und hier ist der Preis im Emissionshandel dargestellt. Herr Hering hatte den auch schon dargestellt. Das war, glaube ich, die dunkelgraue Kurve, aber nicht so viel geredet, darüber gesprochen. Und ich möchte es jetzt kurz erklären. Und das Entscheidende ist Folgendes. Als die Corona-Krise anfing, und das kann man jetzt sozusagen nicht vielleicht auf den Tag genau, aber zumindest auf den Monat genau verorten, Anfang März, konnte man im Emissionshandel einen sehr rapiden Preissturz beobachten. Das waren innerhalb von rund einer Woche ein Preissturz von rund 24 Euro auf knapp 40 Euro, also rund 10 Euro pro Tonne, was knapp die Hälfte des Wertes darstellt. Und das Interessante an diesem Preisschluss ist jetzt, dass man ihn sich nicht wirklich erklären konnte. Was man natürlich weiß, ist, dass der Preis sich grundsätzlich an der Höhe der Vermeidungskosten orientieren sollte und dass insbesondere mit der zu erwarteten niedrigen Nachfrage, in welche Richtung es ging, hatten wir in den vorigen Vorträgen ja schon gehört, eben auch der Preis nach unten gehen sollte. Aber das, was man zu dem Zeitpunkt darüber schon wusste oder an Erwartungen hatte im Hinblick auf die Nachfragereduktion, hätte bei weitem nicht ausgereicht, um zu erklären, wie drastisch dieser Sturz war. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, und das ist sehr spezifisch für den Emissionshandel, ist, dass das Zertifikat ja kein Produkt ist, das einen sehr kurzfristigen zeitlichen Ablauf hat. Die Zertifikate behalten ihre Gültigkeit über Jahre und Jahrzehnte hinaus. Und es ist natürlich vollkommen klar vor diesem Hintergrund, dass sie einen Optionswert haben. Ne? Also wenn Sie die einmal kaufen, können Sie sie auf Ihrem Konto behalten und dann zukünftig einsetzen, um sozusagen zu emittieren oder sich gegenüber hohen oder ambitionierter Klimapolitik abzusichern. Und das ist auch erstaunlich, weil man dann sieht, okay, diese Zertifikate haben einen sehr hohen Zukunftswert. Und trotz dieses hohen Zukunftswerts konnte man so einen rapiden Preisverfall beobachten. Und vor dem Hintergrund kann man sich jetzt auch nochmal angucken oder darüber spekulieren, warum sind denn die Preise dann wieder so gestiegen? Und das ist aus meiner Sicht sozusagen eine der oder die Hypothese, die hier von zentraler Bedeutung ist. Man sieht sozusagen nach dem Verfall einen relativ starken Anstieg sozusagen noch über das Vorkrisenniveau hin. Und es liegt nahe, davon auszugehen, dass dieser Anstieg getrieben war durch die Erwartungen der Zuspitzung der Ambitionen oder höheren klimapolitischen Ziele auf europäischer Ebene.
Und ich habe jetzt hier mal durch den Pfeil markiert, sozusagen hoch im Juli. Aber das interessante Datum, das wurde natürlich im Juli auch schon zumindest im gewissen Umfang antizipiert, ist die State of the Union Address im Mitte September. Und Sie sehen da, das ist auch nochmal, also das ist eigentlich, wenn man so will, das Jahreshoch des Preises gewesen. Dazwischen verlief der Preis etwas volatiler, danach auch nochmal. Sie sehen als nächstes großes Datum den EU-Gipfel. Und über diese Entwicklung sozusagen jetzt über die Frage der oder über diesen Zeitpunkt des Gipfels hinaus will ich jetzt im Weiteren sozusagen hier nochmal den Preis diskutieren. Aber ich möchte gerne nochmal zurückkommen zu dieser Hypothese. Ist es jetzt eigentlich so, dass wir hier sozusagen eine kurzfristige Überreaktion hatten und jetzt haben wir in Erwartung der höheren Klimaziele und Ambitionen sozusagen den Anstieg? Und hier ist es sehr, sehr lehrreich, mal über den Emissionshandel hinaus zu gucken und auf andere Aktien zu gucken oder auf andere Märkte. Und hier sieht man was sehr Interessantes. Wenn man den Preis im Zertifikat, also die Entwicklung des Preises im Emissionshandel vergleicht mit der Entwicklung hier des Standard & Poor Aktienindex, dann sieht man, dass es hier eine strukturell sehr, sehr ähnliche Entwicklung gibt. Es gibt einen relativ rapiden Absturz im Emissionshandel, etwas drastischer als im Standard & Poor. Aber dann anschließend sozusagen über 2 bis 3 Monate dauert eine starke Erholung, die sozusagen den Preis fast auf das ursprüngliche Niveau zurückbringt. Und das ist deswegen interessant, weil es einerseits sozusagen die These der Überreaktion stärkt, die ich schon kurz angedeutet hatte, weil es aber andererseits eben auch nochmal klar macht, der Emissionshandel ist, den verstehen wir typischerweise als einen Markt, als einen Umweltmarkt und als einen Erfüllungsmarkt. Aber er ist viel mehr. Er zeigt strukturell ähnliche Merkmale wie ein ganz klassischer Anlagemarkt, also sozusagen wie viele Aktienwerte und andere Dinge. Und zeigt eben auch Verhaltensweisen, die man aus diesen Märkten kennt, nämlich Überreaktionen auf gute oder schlechte Nachrichten. Und damit Sie jetzt nicht denken, ich stelle das jetzt hier einfach mal so als gewagte These in den Raum. Wir haben das Ganze auch noch, haben das Ganze ökonometrisch untersucht, nicht für die Corona-Krise, aber für eine ähnliche Entwicklung, die im Nachgang der Reform des Emissionshandels im März 2018 passierte. Also das ist hier sozusagen die Folgerung oder ein klarer weiterer Hinweis darauf, dass wir es beim Emissionshandel eben nicht nur auf dem Umweltmarkt zu tun hat, der durch Umweltaspekte getrieben wird, sondern sozusagen durch die breiteren Erwägungen aller Finanz- oder insbesondere Anlagemärkte. Ja, vor diesem Hintergrund komme ich zurück auf diesen zweiten Teil der Preiskurve, den ich schon angesprochen habe. Viele dieser Reaktionen, dieser starken Reaktionen in Finanzmärkten liegen eigentlich substanzielle Unsicherheiten in diesen Märkten zugrunde. Und das, hier habe ich mal abgebildet, eine Nachricht von einem Analysten, Carbon Pulse, das sind die Marktanalysten, die sozusagen den Markt schon lange beobachten. Und hier wird gewarnt oder hier wird konstatiert, dass es wilde Preisvolatilitäten im Hinblick auf sehr, sehr große Marktunsicherheiten gibt. Das ist sozusagen eine Nachricht, die hier stellvertretend für viele Nachrichten der letzten Monate steht. Und es sind substanzielle Unsicherheiten überall. Und hier zitiere ich aus diesem Artikel. Es sind die Festlegung der 2030-Ziele, die noch nicht abgeschlossen ist. Es ist der Brexit, die US-Wahlen. Da haben wir jetzt ein bisschen Sicherheit bekommen, aber das ist auch noch nichts Definitives. Aber auch insbesondere die Form des Emissionshandels im Rahmen des Green Deals. Und was das bedeuten kann, habe ich Ihnen mal links, rechts da. Ergebnisse einer Analyse, die wir für Ariadne gemacht haben. Es war das, meines Wissens, das erste Ariadne-Produkt. Und hier können Sie sehen, dass abhängig davon, wie der Emissionshandel reformiert wird, beziehungsweise mit welchem Ambitionsniveau, kann man Preise im Jahr 2030 in einer Bandbreite von 37 Euro bis 72 Euro pro Tonne erwarten. Und das ist natürlich unmittelbar maßgebend für den jetzigen Wert des Zertifikats. Ja, dazu kommt, dass man auch natürlich die Pandemie nicht vergessen sollte. Also wir haben schon einiges gelernt, aber wie die zweite Welle aussieht, was es letztendlich makroökonomisch und politisch bedeutet, ist natürlich auch noch alles andere als unklar. Und zusammenfassend sei hier gesagt, wenn man sich die Situation anguckt, so wie sie jetzt ist, in der Interaktion dieser Dinge, es besteht eine extrem umfassende Unsicherheit und damit natürlich auch eine hohe Unsicherheit über die zukünftigen Preise. Ja, das bringt mich nochmal zu den Schlussfolgerungen beziehungsweise auch den Lehren insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung. Corona offenbart nochmal den wirklich komplexen Preisbildungsmechanismus im Emissionshandel. Es ist nicht so, dass der Preis sozusagen rein aus Vermeidungskosten getrieben ist. Da sind viel mehr Dinge am Start, insbesondere sozusagen die typischen Verhaltensweisen, die wir auch aus anderen Finanzmärkten kennen. Und regulatorische Unsicherheiten und die Stimmung der Anleger, die spielen eine wesentliche Rolle.
Das bedeutet, es ist nicht nur schlecht. Das Gute daran ist, dass wir, und das hatte ich ja schon am Anfang vorweggenommen, sozusagen durch den Emissionshandel oder durch den Preis wirklich einen Seismograph der gesamten Situation haben. Also nicht nur den engeren Fokus, sondern wir können sozusagen stellvertretend auch mit dem Blick auf den Preis sehr viel erkennen, was sich insgesamt hier politisch abspielt. Aber im Hinblick auf die Planungssicherheit, und das ist dann sozusagen der Aspekt, der für die langfristige Transformation wichtig ist, ist das natürlich ein Problem. Also volatile Preise heißt hohe Unsicherheit. Unsicherheit heißt mitunter Verzögerung von wichtigen Investitionen. Und unser Vorschlag ist, dass die Lösung dafür eine Preisstabilisierung in Form eines Preiskorridors darstellt. Das ist hier nochmal illustriert. Sie haben also einen Zertifikatspreis, der sozusagen wild in alle Richtungen sich bewegen kann. Und wie ich schon gesagt hatte, im Hinblick auf Investitionen ist das natürlich eine katastrophale Situation. Was kann man dann also machen? Man kann einen Korridor reinziehen, einen Mindestpreis und einen Höchstpreis und sich den Preis sozusagen innerhalb dieses Korridors entwickeln lassen. Dann haben Sie immer noch nicht volle Planungssicherheit, aber Sie haben zumindest sichergestellt, dass Sie die extremen Schwankungen nach oben und nach unten ausschließen. Ja, und als letzter Punkt, und das ist vielleicht dann auch der Übergang in die Diskussion, warum, wenn die Preise so volatil sind, dass ein Problem für Planungssicherheit ist, warum dann keine Steuer oder ein fester Preis? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich denke, dass wir gleichzeitig Flexibilität brauchen. Und man stelle sich vor, wir hätten eine feste Steuer und einen Schock der Art, wie man ihn letztendlich auch beobachtet hat, der die gesamte makroökonomische Situation verändert. Ich denke, das ist nicht haltbar. Wir brauchen Instrumente, die auf diese Schocks reagieren, aber sie müssen sozusagen gleichzeitig ein Mindestmaß an Planungssicherheit gewähren. Dasselbe gilt für die Zielerreichung. Auch hier brauchen wir Flexibilität nach unten, abhängig von den politischen und makroökonomischen Zuständen. Und diese Schlussfolgerung trifft aus meiner Sicht eigentlich für die Regulierung, langfristige Regulierung als Ganzes zu. Kritisch ist die richtige Abwägung aus Stabilität und Flexibilität. Ja, vielen Dank.